Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen beim RB50. Wir fahren von Querleben bis Dessau mit Halt an jeder Station und fahren mit dem Stadler RS1. Wir machen den Zug mal bereit, machen die Türen auf, Fahrtrichtung nach vorne, schalten die PZB ein. Guten Tag und willkommen an Bord. Sehr gut. Mit der Nummer 2077, der nach Bad Spendau GL fährt. Er hält in Querleben Tierpark GL, Heckförtendorf GL, HP Stüß, HP Elberstedt, Goersten GL. Ja, also wir haben den RB Enhancer mit an, aber der sagt auch noch das GL für Gleis mit an. Zugzielanzeige machen wir auf Regionalbahn, nachdem es die richtige E-Date gibt. Ja, und das Wetter ist leider nicht das Schönste. Aber soll trotzdem eine recht gemütliche Fahrt werden. Und schon länger her, dass ich mit dem RS1 gefahren bin. Aber macht Spaß. So angenehm ist er, hat auch ein Tempomat. ja, zwecks Transparenz. Den Tempomat und die Haltestellen sehe ich beim RB Enhancer. Habe ich jetzt aber beim Stream nicht mit aufgenommen, damit ihr da eine freie Sicht habt. Ja, für mich war eigentlich heute... Oh, gleich ist die Abfahrt. Die Abfahrt des Zuges 2077 nach Bad Spendau gehen um 14 Uhr und 15. Eigentlich wäre es die RB50 RB in Hansa. Also wenn er das nochmal richtig ansagen würde, das wäre natürlich hinverdächtig. So, da. Das muss gleich mal soweit sein. Ja, ist soweit. So, dann gehen wir mal Schmackes. 80 dürfen wir hier fahren. Können wir gerade schon mal befreien hier. Was sagt das Signal? Ja, ebenfalls 80. Nice. Ja, ich bin heute recht früh aufgestanden. So um die 4 schon rum. Und habe gerade Bioshock fertig gespielt. Und boah, bin ich froh, dass Bioshock jetzt endlich vorbei ist. Oh, die Nerven waren da schon ziemlich blank. Ich meine, es ist ja kein echtes Horrorspiel, aber es hat so Nuancen von einem Horrorspiel. Und oh, das reicht schon, um mich wirklich nervös zu machen. Und gerade im letzten Part war es dann doch recht dunkel und gruselig. Für mich zumindest. Und ui, das war kein entspanntes Spiel. So, wir haben jetzt mal den Tempomat hier rein. Kann man mit C aktivieren, bis wir dann wieder schneller fahren dürfen. Und bis zum ersten Halt, also Querleben Tierpark, bin ich schon mal gefahren, kurz zum Test. Und der Rest der Strecke kenne ich so noch gar nicht. Aber ich versuche natürlich in der Zeit zu bleiben, um 14:28 soll man da sein. So noch ein bisschen weniger als 2 Minuten. Dann wird es. Ungefähr die Fahrtdauer 40 Minuten. Wenn kein Blödsinn passiert. So, wir dürfen mal schneller fahren. Nächster Halt, Querleben Tierpark GL. Mal schauen, wer beim Tierpark so alles einsteigen will. Mal leicht bremsen hier. Oh, wir haben die Lichter noch gar nicht an. Sacre bleu. Warum sagt man denn das keiner? Ah, das war so ein bisschen zu viel gebremst. So, noch ein bisschen rollen, das ist der andere Bahrsteig. Für die Gegenfahrtrichtung. Jo, jetzt ist 28. Haben wir schon die erste Minimalverspätung. Wenn man jetzt nach den Sekunden geht.
So, da, da. Also mal rein hier. Ne, ganz perfekt mit der Haltetafel, aber was soll's. 30 Sekunden zu spät. Ja, wobei, er sagt's da mit 20 nach. Dann geht's ja noch. Dieser Zug fährt. Ich glaube, für die Abfahrt werde ich jetzt mal hier draußen bleiben. Ja, Bahnhof ist relativ, das ist mehr Bahnsteig. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Und Abfahrt. Ich finde das noch richtig gut umgesetzt, wie man hört, wie er den Gangwechsel macht. Fahren wir mal draußen mit. Jetzt mal volle Pulle geben. Und da ist der Gangwechsel. Schön gemacht. Und da vorne teilt sich auch die Strecke auf, geht nach links weg und nach rechts. Keine Ahnung, was links hingeht. Für das kenne ich die Umgebung viel zu wenig. Aber wir sehen, dass der Teil, wo wir jetzt fahren, mal zweigleisig gewesen ist. Und da fangen auch die Schienen schon wieder an. So, der Tempomat ist drin bei 100. Immer noch schön auf den Strecken, wenn man hier noch so quasi disused Stuff hier noch so sieht. Schöne Details. Da laufe ich auch echt gerne mal rum, bei so verlassenen Gleisen, die nicht mehr in Betrieb sind. Also schauen wir, was man so alles findet. Da zum Beispiel die Überreste von der Brücke. Immer spannend, was sich da mal das vorstellt, bis mal gewesen ist. Nächster Halt ist Heckfürtendorf in 2 Kilometer. Naja, wird personentechnisch halt nicht viel los sein, wenn wir mit so einem Zug unterwegs sind. Irgendwo hat es einen Button gegeben für die Außenspiegel. Warten, das war Engine Start, Engine Stop. Ich habe das beim Test gesehen. High Beam, ne, das brauchen wir nicht. Das ist SIFA, Soul Key. Na egal, bis wir uns erstmal anhalten. Halt, Heckfürtendorf GL. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Oh, da kommt was von der Seite. Oder na, das ist für uns. Jetzt glaube ich, bin ich zu schnell. Oder? Na, es geht eigentlich gut. Oh, da war schon mehr los gewesen. Okay, die Bremse ist ja mal mega giftig. Ja, da sieht man, dass ich so gut wie gar nie mit dem fahre. Mein Sehen! Okay, also viel humaner bremsen. Da sollte es klappen. Es ist sogar ein bisschen zu früh. Und was wir jetzt machen, ist es erstmal Schiebetritt und auf. Ja, da kommt hier der Kleine hier mit raus. Okay, was haben wir hier so Gleisanlagen technisch? Ja, ehemalige Abstellung hier. Ja, dritter Bahnsteig, so wie es aussieht. Und hier nichts mehr angeschlossen. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Die Abreise steht unmittelbar bevor. Okay, lassen wir mal unseren Zug hier dann gleich mal abfahren. Södele. So,
Na, fährst du? Aber warum fährst du nicht? Bremse es an. Ist das wegen dir? Warum geht jetzt die Tür nicht mehr zu? Ah, jetzt. Okay. Okay, jetzt geht's ab. Okay, schauen wir mal kurz da nach da vorne. Also hier Abstellungen, ehemaliges Industriegebäude. Vermutlich waren auch hier Maschinen. Und da geht was nach links weg. Da haben wir noch ein drittes Gleis. Schauen wir doch einfach mal, wo das hingeht. Okay, das endet hier. Also dann war das hier mal so eine Art Industrie. Und der Tunnel war zweigleisig. So, Maximum Schmack SPD. Und jetzt hier 60 dann. Nee. Jetzt bin ich verwirrt. 100 ist hier wieder. Nächster Halt. Oh, cool gemacht mit dem Tunnel. Schöne Texturen. So, ja. Diesmal ein bisschen sanfter bremsen. So, und wo ist jetzt das mit dem Spiegel? Schau jetzt gleich beim Halten nochmal. Wo ist der Halt? Da vorne. Ah, ist wirklich ein Haltepunkt. Mit dem ehemaligen Bahnsteig da. Moin sehen! Da der Übergang. Zu Ihrer Sicherheit bitten wir Sie, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen und uns okay. So, wo ist das mit dem Spiegel? Das waren die Luftpumpen. Ah, da, Spiegel. Automatik. Wir danken Ihnen für Ihre Wachsamkeit. Ah. So, da müsst ihr bei der Abfahrt dann wieder einklappen. Dieser Zug okay. Fährt nach Bad Spendau GL. Cool. Er hält in HP Elberstedt, Poersten GL. Herstadt GL, Bad Spendau Salzberg GL. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Na, die Türen sind doch offen. Was macht jetzt der Spiegel? Wir düsen mal wieder. Der bleibt draußen. Ah, nee, jetzt ist er wieder drin. Cool, für die Abfahrt. Wie schaut man eigentlich im Passagierbereich aus? Ja, ziemlich Standard. 3-4 Fahrräder und Co., da ist unser Fahrer. Das ist die einzige andere Ansicht. Ja, ist okay. So, Maximum Schmackes. Autobahn hier oben. Schaut noch mal als Straßenbahn aus. Haltepunkt Elberstedt. 4 Kilometer. Ich habe dann gerade so nebenbei, nachdem ich jetzt dann mit Bioshock 2 fertig war, mal ins Bioshock 3 reingeguckt. Das ist ja so ein ganz anderes Spielerlebnis, auch wesentlich heller. Und da wirst du dann, also die ersten 20 Minuten geht es relativ ruhig zur Sache. Aber dann geht es halt voll ins Eingemachte. Und wirst verfolgt. Und das Blöde ist, sie sagen am Anfang gar nicht so recht, was du tun musst. Du bist voll auf dich allein gestellt.
Und die Action ist wesentlich intensiver. Also das fühlt sich dann teilweise schon an wie ein Shooter. Ja, und morgen ist 150 Jahre Schweizer Eisenbahn. Haben wir ein großes Event im Lokorama, bin ich wieder im Einsatz. Auf das freue ich mich schon sehr. Da haben wir einige Sonderfahrten geplant. Ein paar Gäste sind da, also wagentechnisch und loktechnisch. Und diverse Bahnen sind vertreten, die hier Stände aufmachen. Ich bin echt gespannt. Wird mein erstes großes Event eisenbahntechnisch so in der Schweiz werden. Freue mich schon sehr. Eventuell. Das wird mich echt gut reizen, wenn ich bei der Dampflok oben mitfahren kann. Nächster Halt, HP Elberstedt. Okay. Kilometer bis zum Halt noch. Mal ein bisschen bremsen. Der geht so gut runter, trotz Regen. Nicht einmal Radschlupf gehabt. Zumindest habe ich es nicht gemerkt. Also der Haltepunkt ist auch noch für die paar Häuser da hinten. So, 110 dann da vorne. Moin sehen. Ein einziger. Ob es da nicht rentieren würde, dass man da Halt auf Wunsch macht? Okay, machen wir auf. So, wie viel spät sind wir denn? 14:40? Oh ja. Ah, ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Schauen wir mal, was bei den Tafeln da so steht. Bitte Ansage beachten. Moin! Kein Empfang. Ab jetzt auch im Tunnel. WLAN im ICE. Aber nicht im Regio. Nein, jetzt falsch. Gibt es natürlich jetzt teilweise auch im Regio. So. Dann gehen wir mal Maximum Schmackis. Görsten. 14:45. Nächster Halt. Görsten Gleis 2. Wahnsinnig viel können wir hier auch mitmachen. Ich glaube, das wird auch PCB-technisch jetzt hier nicht anspruchsvoll bei der Strecke. Und 110 ab hier. Also wenn es denn wäre, viel bräuchte es ja hier nicht, um das wieder zweigleisig zu machen. Wenn dann viel Güterverkehr oder sowas, wenn der Verkehr entsprechend hoch sein sollte. Zweieinhalb Kilometer. So ein Brennstoffzellenzug oder Akkumulatorzug? Das wäre nochmal interessant, ein Train Simulator. Ich glaube zwar nicht, dass ich das großartig anders fahren würde, als wie jetzt so ein ganz normaler Dieseltriebwagen. Ich muss einfach noch ein bisschen mehr auf den Akku gucken. So, da vorne kommt schon 70, das sehe ich zumindest im RWN Hunter. Das ist kurz vorm Görstenbahnhof. Und da ist auch die Ankündigung. Nächster Halt, Görsten GL. Wir erinnern Sie daran, dass es... Was? Warum? ...im Bahnhofsbereich zu rauchen. Wir danken Ihnen für doch... Ihr Verständnis. Ihr habt doch bestätigt.
Ach Mann, du Arsch! Alter! Mann! So, kannst du jetzt mal wieder lösen, bitte? Hä? Nein, nicht rückwärts. Warum gehst du jetzt rückwärts? Ah, weil er mal das wieder rausgenommen hat. Oh, toll. Ach, Mann. Cool. Ja, das war's dann mit dem Fahrplan. Jetzt nicht schneller wie 40. Ja, ganz toll. Okay, ja, ich glaube, da kommt uns was entgegen. Sogar drei Gleise hier. Und da vorne haben wir schon das rote Gleis. Ah, nicht das rote Gleis, Signal, Entschuldigung. Oh, da brauchen wir meinen Gärtner hier. Ein bisschen grün auf dem Bahnsteig. Ja, jetzt sagt mir auch der RW in Hansa, wir sind eine Minute zu spät. Ah, so ein Kack. So, wir stehen hier. Türen sind offen. Ja, schauen wir uns mal hier um, was wir so haben. Also das wurde mal benutzt, dann haben sie hier den Untergang dicht gemacht. Absteckgleise, was vermutlich mal mehr gegeben hat hier. Ja, wobei, das Gleis könnten wir es nur verwenden. Anschluss ist da und dann ging es auch hier noch irgendwo weg. Na, wie weit haben sie es detailliert? Ja, nur bis hierhin. Das scheint so ein bisschen der Bahndamm gewesen sein. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Die Abreise steht unmittelbar bevor. Wo kommt denn die Ludmilla entgegen? Okay. 500 Hertz, ja. Oh, da kommt uns ja wirklich eine Ludmilla entgegen. Oh, das muss ich mir draußen geben. Ludmilla mit Regiowagen. Sehr interessant. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Okay, wir haben Abfahrt. So, darf ich jetzt? Lasst er mich? Warum nimmt er das hier nicht mehr? Ich habe hier ein Problem mit meiner Taste, deswegen hat er mal vermutlich die Zwangsbremsung geschmissen. Okay. Nice. Dann sind wir wieder frei. Dann gehen wir wieder Maximum Schmackes hier. Da geht es ja zweigleisig in die Richtung. Das war noch viel los gewesen da bahntechnisch. Wunderbar. Was haben wir eigentlich da oben alles für Infos? Dauerbremszettel für Triebwagenzüge aus RS1, BR650. Zugbildung, alle Druckluftbremsen, Zug eingeschaltet, dann hat sie die Zuglänge, Zuggewicht, Bremsgewicht.
Okay. Einschränkung der Höchstgeschwindigkeit bei Störung, Ausfall einer bedachte einem 90. Was bei der Retarder einem Blinklicht 80. Ausfall Luftfederung 50. Okay, spannend. Ich merke gerade, der Tempomat tut nicht bremsen. Da geht einfach nur kein Gas mehr, wenn er die eingestellte Geschwindigkeit gekriegt hat. 130, nice. Können wir da Gas geben. Wie ist es jetzt vom Halt her? Hast du den letzten Halt gewertet? Oh, er hat jeden Halt gewertet. 51 müssen wir da sein. Oh, das haben wir nicht schaffen. Das sind 3 Kilometer. Ah, schade, schade, schade. Vielleicht haben wir bei den anderen halt ein bisschen mehr Puffer, dass wir zumindest beim Endbahnhof pünktlich ankommen. Und die Ankündigung für 90. Schneller, 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 schneller. Dankeschön. Ich habe Lust, dass du mir da wieder eine reinpfeifst. Nächster Halt, Fuhrt Herstadt GL. Ja, und dann kommt auch ein 90er. Ah, nicht 90er, 40er, Entschuldigung, was sage ich denn? Ich habe gerade das Falsche hingeschaut. Da ist jetzt die 90 und weiter hinten 40. Deswegen am Bahnübergang. So, ist jetzt zufrieden. Ja, da, 40. Oh, wieso? So, jetzt haben wir 2,50. Wir sind zu spät. 1,50, 30. Ja, ich glaube, den Halt werden wir jetzt nicht mehr kriegen. Leidet der... Oh, der leitet uns dann nach links. Deswegen die 40. Da haben wir auch sogar 2 Bahnsteige. Da Absteiggleis. Vermutlich war hier auch nochmal. Ach, ganz nach links. Okay. Harte Kurve da. Und 500 Hertz. Und da kommt da schon der Kollege. Moin sehen. Oh, der fährt durch. So, allein. Bitte einmal anhalten. Ich weiß, ich muss da vorne anhalten. Gehen wir ein bisschen auf Zeit. Okay, schauen wir uns mal um. Oi. Vandalismus. Und auch hier. Ah, und da ging das Ganze dann wieder zusammen. Alles klar. Mitten im Nirgendwo, was haben wir denn hier? Ja, wobei. Schon ein größeres Dorf hier. Nicht gerade das kleinste hier. So, Türen zu. Wir haben es eilig. Wir müssen weiter. Gleis
So. Okay, Bad Spandau-Salzberg. Nächster Halt in 5 Kilometer. Nicht zu verwechseln mit Bad Spandau. Und da vorne nach der Kurve dürfte man dann wieder 110 düsen. 14,57 wäre geplanter Halt. Jetzt haben wir 55, 56. Ja, nee, ich glaube, das fahre ich nicht mehr rein. Dafür ist es zu spät. Die Kühe erinnern mir jetzt irgendwie ans Bild auf Steam. Du hast ja die einmal wieder gehabt, wenn du in der freien Kamera unterwegs gewesen bist. Da gibt es noch ein paar tolle Szenarien jetzt im Workshop. Mit der Dampflok zum Beispiel bei der... wie heißt die eine Strecke da bei Dresden, wo es den Hügel drüber geht? Ah, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber da bin ich jetzt mit der Dampflok schon gefahren. Wobei, das ist ganz schön hart mit der da fahren. Die muss da ganz schön kämpfen, gerade mit 8 Wagen dann hinten drauf. Ach, wie heißt denn die Strecke? Ich könnte jetzt mal kurz nachschauen. Aber beinahe, es geht jetzt bei der Aufnahme nicht. Ja, ich bin jetzt noch gespannt, wie es jetzt bei Railroads Online weitergeht. Es kommt jetzt auch das Patch raus, wo die Wagen jetzt angepasst wurden, also mehr so kosmetische Sachen, aber jetzt nichts Inhaltliches. Ich traue dem Ganzen noch nicht, nachdem da die 8 Leute auf einmal gegangen sind, wie es jetzt mit dem Progress aussieht und vor allem in welche Richtung das jetzt weitergeht. Ich meine, klar, es hat als One-Man-Show gestartet, aber viele der neuen Ideen sind halt von den anderen gekommen, nicht von ihm. Aber er macht sich dann halt mit dem Spielvorsteher dann selber langsamer, wenn er sich nicht helfen lässt. Das hat zumindest beim Interview mit Ian, der was das Mini-Zwerg-Tool gemacht hat, klang das so, dass er sich halt weniger so in die Karten schauen lassen möchte. Vielleicht ein bisschen so Eigenbrötler. Aber das wäre nichts für mich. Gott sei Dank nur programmiert. Nächster Halt, Bad Spandau, Salzberg GL. GL sagt man nicht an, da steht für Gleis. Den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Wo ist der Bahnsteig? Das ist wieder so ein Mini-Haltepunkt jetzt. Ja, da auf der Seite. Und für uns geht's geradeaus weiter. Da ist aber ein bisschen mehr los. Oh, da steht sogar ein paar Güterwagen. Oh, da ist er. Versteckt sich da auf der linken Seite. So, da. Einmal 2 Minuten zu spät. Dann schauen wir uns auch hier mal um, was wir da so haben. Hier ist Abstellung. Interessant, mit den alten Signale hier noch. Warum? Was war denn hier mal? Also viele Felder da. Wir erinnern Sie daran, mit sonst dass nichts das Rauchen hier innerhalb des Bahnhofs verboten ist. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ich glaube, hier in der Einöde interessiert es vermutlich eh keinen. Ein
Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist hier sogar das eine Schild verschmiert. Yes. Okay, nächster Halt ist Bad Spendau an sich. Tja, und da begrüßen sie auch schon das nächste Signal. Mit 80. Kannst du haben. Gut, dass wir das eh schon drin haben. Wobei, wir könnten eigentlich da jetzt mal einen Tempomaten reinjagen. Geschwindigkeit hält der eh sehr gut. In wenigen Augenblicken wird unser Zug in Bad Spendau GL, unserem Endbahnhof, ankommen. Bitte stellen Sie sicher, schon der Endbahnhof? Dass Sie nichts oh, das ging ja schnell. Haben. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ah, da ist auch die Hauptstrecke auch schon. Okay, ja, geplante Ankunftszeit wäre 15 Uhr. Wir haben jetzt 15:01, jetzt wäre es gerade 15:02. 2 Minuten zu spät. Ja, wobei 3 Minuten jetzt, wenn wir dann vermutlich dann da sind. Aber noch cool, was man da von den Gleisanlagen gesehen hat. Finde ich mal spannend. Toll umgesetzt. Jetzt muss ich nur noch schaffen, hier sauber anzuhalten. Dann bin ich glücklich. Moin, Kollege. Und da haben wir die 500 Hertz. Wo ist denn unsere alte Tafel? Ist die ganz da vorne? Oh, da fehlt eine Textur hier. Das ist nicht richtig. Ja, liebe Leute, da wären wir da. War eine kurze Fahrt. Leider nicht pünktlich, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mal schauen, wo wir dem nächsten Mal wieder unterwegs sind. Also, bis denn dann. Das war die Fahrt mit dem Löwen.